Wisst ihr, als ich sagte, dass die Wikinger-Kampagne nur zwei annähernd schwere Missionen hatte, meinte ich nicht, dass das hier besser ist. Maia Mission 2 stellt uns vor die Aufgabe, unsere Siedlung 2,5 Stunden lang vor je 2 Bataillonen der Wikinger und Römer zu schützen. Und genau diese Mission ist ein Grund, warum ich diese Guides mache. Wenn es nach den alten Missionsguides von Siedler Station oder Gameswelt geht, ist diese Mission höchstens mittelschwer und die KI tut nichts. Das ist auch richtig, wenn man auf Easy spielt. Dann sind nämlich die Angriffsbefehle im Skript einfach auskommentiert und die Attack Delays zum Teil länger als die eigentliche Mission. Ich glaube euch gerne, dass das höchstens mittelschwer ist, solange man die KI nicht provoziert. Meine Guides werden aber für normale Schwierigkeit konzipiert und dann wird das hier gleich eine der schwersten Missionen bisher. Okay, fassen wir kurz die Lage zusammen. Wir starten mit einer Siedlung, die in drei Teile geteilt ist. Zwei dieser Bereiche haben so wenige Siedler, dass sie nur einen Bauarbeiter und Planierer rekrutieren können. Unser erster Bauauftrag in beiden Grenzgebieten wird also ein kleines oder sogar mittleres Wohnhaus, beides wird aber ewig dauern. Reißt außerdem die Tempel ab, Mana wird uns hier nicht helfen. Vertraut mir, ich hab's versucht. Bevor wir irgendwie eine sinnvolle Siedlung bauen können, müssen wir die drei Fragmente verbinden. Nur zur Info, das hier soll die Hauptstadt der Mayas darstellen. Dieses Volk hat es sowas von verdient, erobert zu werden. Wir haben hier nur einen Berg zur Auswahl, der alle Rohstoffe enthält. Eine doppelte Schwerindustrie damit zu versorgen, ist sowohl möglich als auch notwendig. Da wir verteidigen müssen, wäre es eigentlich naheliegend, möglichst viele Türme abzureißen. Nur leider setzen vor allem die römischen Spieler aggressiv Pioniere ein und Geld siedelt auch mit Türmen unser Gebiet, wenn wir das nicht unterbinden. Aber auch Blau kann uns Teile unseres Gebiets vom Westen aus streitig machen, wenn sie diesen Bereich erschließen und ihre Grenzen über das Wasser ragen. Um sicherzugehen, dass der grüne Spieler auch später nicht über den Übergang hinaus siedelt, sollten einige Förster das angrenzende Gebiet mit Bäumen bedecken. Was den gelben Spieler betrifft, können wir seine Expansionsversuche im Keim ersticken, wenn wir unsere Verteidigung aus großen Türmen an diesem Punkt bündeln. Die beiden Wikinger sind am Anfang schwach genug, dass sie mit euren Staatssoldaten, einem Dieb und viel Micromanagement neutralisiert und große Teile ihres Gebiets erobert werden können. In diesem Fall brauchen wir aber unbedingt ein Lazarett im nördlichen Siedlungsfragment, damit wir unsere Verluste minimieren können, was aufgrund des dortigen Siedlermangels eine weitere kleine Herausforderung darstellt. Außerdem müssen wir sofort mit dem Angriff beginnen, bis wir die ersten drei großen Türme in Richtung Norden erobert haben. Danach müssen wir unsere Bemühungen umgehend auf die blauen Wikinger lenken, da diese bereits nach 20 Minuten neue Soldaten produzieren und somit sehr früh zu stark für uns werden. Diese Strategie hat das Potenzial, zwei von vier Bedrohungen zu eliminieren und mit den Startressourcen der beiden KI-Spieler die eigene Soldatenproduktion zu rushen. Allerdings brauchen wir dann viele Träger, da die Laufwege recht lang sind. Wenn wir nicht aufpassen, kommt unser Siedlungsausbau dann zum Erliegen. Auf dieser Karte können wir gefühlt viel falsch und nur wenig richtig machen, und wenn ich mir ansehe, wie groß der Sprung in Sachen Schwierigkeit hier ist, bin ich mir nicht sicher, ob diese Karte fertig ausbalanciert ist. Das würde auch erklären, wieso für den niederen Römer nichts im Skript vermerkt ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es vorgesehen ist, dass wir die Wikinger so früh vernichten können, aber falls nicht, würde man meinen, dass es deutlich mehr bringen sollte. Auf normaler Schwierigkeit haben wir zwischen 50 und 60 Minuten Zeit, bis zwei Angriffsbefehle getriggert werden. Da aber eine Zahl zwischen 1 und 4 für die Angreiferpartei ausgewürfelt wird, kann es theoretisch passieren, dass beide meine Spieler 1, also ihr, gewählt werdet und nichts passiert. Unabhängig davon können Blau, Grün und Gelb ab Minute 50 auch von sich aus angreifen, während Lila von vornherein mit Standardeinstellungen agiert. Also immer eine Runde russisch Roulette, nur dass in allen Kammern auch tatsächlich eine Kugel steckt und das Spiel mehrmals abdrückt. Ich habe auch Brains alte Strategie ausprobiert und kam mit ihr wohl am weitesten. Aber selbst mit dieser Strategie war auf normal kein Sieg in Sicht. Wenn mich die Römer nicht überwältigt haben, kamen direkt danach die Wikinger. Möglicherweise lässt sich Brains Strategie mit meinem Ansatz, die beiden Wikinger zu eliminieren, kombinieren, aber das wird unfassbar viel Micromanagement und ich finde, es kann schon genug schief gehen, wenn man sich nur auf seine Soldaten oder die Siedlung konzentrieren muss. Ehrlich gesagt finde ich keine zufriedenstellende Strategie für diese Mission im Normalmodus. Ich weiß nicht, ob die Patches nach dem Release der Mission-CD diese Mission noch schwerer gemacht haben, was angesichts des DV-Nerfs und wie einfach einige andere Karten dadurch wurden, durchaus möglich wäre, oder ob ich einfach zu schlecht bin. Eine sichere, aber sehr käsige Methode gibt es aber. Hierzu müssen wir einige fortgeschrittene Taktiken kombinieren. Nutzt das Startmana, um diesen Bereich in Wüste zu verwandeln. Im nördlichen Fragment baut ihr zwei kleine Wohnhäuser, breitet euch mit ein paar kleinen Türmen etwas aus und baut mit den restlichen Rohstoffen Förster. Im östlichen Fragment können wir uns die weiteren Türme sparen. In beiden Fragmenten werden die Türme danach abgerissen. Auf diese Weise können die KI-Spieler das Gebiet zwar übernehmen, aber keine Türme zur weiteren Expansion errichten. Die Hauptsiedlung konzentriert sich auf die Grundproduktion und den Bau von Häusern. Ich empfehle außerdem den Bau von zwei großen Türmen an der Westküste. Währenddessen zieht ihr mit euren Startpionieren eine Linie zwischen dem Schnee im Osten und der südlichen Küste sowie am Übergang im Nordosten. Beide Linien füllt ihr mit Siedlern, wie in meinem Video zum Thema Siedlermauern erklärt.
Wenn ihr alles richtig gemacht habt, wird die KI nicht in der Lage sein, an den Menschenketten vorbeizukommen, kann sie dank der vielen Bäume aber auch nicht auflösen. Danach heißt es eigentlich nur noch vorspulen, wobei die F12-Taste aufgrund der entstehenden Pathfinding-Probleme etwas träge reagiert. Aber ich werde ehrlich sein, diese Strategie gibt mir nicht das Gefühl, diese Mission tatsächlich geschafft zu haben. Nur Erleichterung, dass sie vorbei ist. Deshalb habe ich danach einen Run auf leicht gemacht und kann bestätigen, dass der Unterschied gewaltig ist. Nur Gelb und Lila haben mich überhaupt angegriffen und das sowohl sehr spät als auch selten und mit relativ wenigen Truppen. Ich war sogar in der Lage, Gelb im späteren Verlauf fast vollständig zu eliminieren. Wenn ihr mit dieser Mission auf normal Schwierigkeiten habt, empfehle ich euch eher, sie auf leicht richtig zu spielen, als sie auf normal zu cheesen. Ersteres macht deutlich mehr Spaß.